Laufe. Andere Frage, habe ich noch Mohn zwischen den Zähnen? Jawohl. So. Wir möchten eine Schabracke aufwerfen, habe ich gehört. Mal wieder. Leckern vielleicht auch mit gestrichen, wie man sieht. Ich lasse die Kamera, denn das blitzt an. Hallo ihr Lieben und willkommen zum vorletzten Recap des Jahres 2022. Und soll ich euch mal alle schocken? In einem Monat ist Weihnachten. Ich hoffe, den Schock konnten wir jetzt alle gemeinsam gut verdauen. Aber ich glaube, das geht uns allen so, dass das Jahr sich jetzt wieder rasend schnell dem Ende neigt. Und wir hatten auch schon den ersten Schnee für ein paar Tage. Wir hatten frostige Temperaturen. Und ihr wisst, dass das Winterliche gar nicht meine Jahreszeit ist. Es ist zu nass, es ist zu kalt, es ist zu dunkel. Aber der Winter hat natürlich auch etwas Positives, und zwar den Start der Monday Motivation powered by Equestrian Stockholm. 5 Folgen sind schon im Kasten, 4 sind in der Zwischenzeit schon veröffentlicht. Die 5. für den November kommt ja am Montag noch, und das macht einfach riesig viel Spaß, das ganze Projekt umzusetzen und euch dabei so mitzunehmen. Wieder. War anstrengend gerade Folge 4, ja? Kannst du? Ja. Ihr könnt euch aber sicherlich vorstellen, dass dabei natürlich auch lustige Behind-the-Scenes und Outtakes entstehen. Und damit starten wir jetzt mal in das Best of November. Das ist das Behind-the-Scenes, Behind-the-Scenes. Erzähl mir, wie es dir gerade geht. Du. Blendend, weil ich blende. Wow. Ja, komm mal, wir drehen noch eine Runde, ne? Achso, ihr wollt ihn immer von vorne präsentieren, ja? Nice. Ich glaub, wir gehen lieber da lang. Nice. Pony, läufst du mir hinterher? Komm, ich leuchte dir den Weg. Komm, Pony, ja, Mann. Mobby ist für den nächsten ES Money Motivation Dreh fertig. Geputzt. Jetzt muss noch die Location geputzt werden. Das ist richtig scheiße geritten gewesen. Sehr gut. Alles fürs Bild. Ja, das sind die Kleinigkeiten. Achtung, sie kommen! Scheiße! Wir haben gerade fast Cleo umgebracht. Das sind Aufnahmen, wo Momo falsch abbiegt. Cleo! Ui! Sei froh, dass wir das alles im Herbst und Winter drehen. Sonst hätten wir echt ein Problem. Stell dir mal vor, es muss bis 21 Uhr warten. Eine Frage. Ja. Das Perfekte jetzt für die. Hast du dich jetzt hingestellt? Finde ich schön. Ja? Okay, ich lauf durch. Ich höre nicht zu heute. Heute höre ich nicht zu. Nein, nein, nein. Komm, du kleines Bärchen, komm. Gut. Wimpy. Du bist ein kleiner Maus. Ein kleiner Maus. Du musst denken. Brauchen wir noch einen Abschluss? Du gibst mir gerade den Abschluss. Und wie heißt es so schön? Pläne sind da, um geändert zu werden. Genauso kann man das ja mit der ganzen Großbaustelle hier bei uns auf dem Hof oder Großbaustellen zusammenfassen. Und solche Arbeiten sind ja auch nicht gerade leise. Und ich glaube, ich spreche für das ganze Team, wenn ich sage, wir machen 3 Kreuze, obwohl 3 gar nicht ausreichen, wenn die Baustellen hier beendet sind, zumindest so weit beendet, dass hier nicht mehr so viel Lärm ist, so viele Maschinen laufen, gleichzeitig an jeder Ecke Menschen hin und her trubeln. Aber ich sage euch, ein Ende ist in Sicht. Er hat gerade gesagt, sie werden die Woche fertig. Hat er gesagt? Hat er gesagt.
Wir waren ja auch bei Grovi zu Besuch und das war ein richtig, richtig cooler Besuch. Wir haben sehr viel Spannendes mitbekommen, gelernt und für euch festgehalten. Leider hat sich der Einbautermin für unsere neuen Boxen zwar nach hinten geschoben, aber Vorfreude ist die schönste Freude. Das hat uns nicht die Laune verdorben und wir freuen uns einfach ganz sehr, bis es dann soweit ist. Haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, vielleicht andere Dinge fertig zu bekommen, die wir sonst nach hinten geschoben hätten. Also wir werden einfach das Beste draus machen. Und wenn wir beim Thema Boxen sind und beim Thema Grovi, wir haben eine ganze Playlist für euch geplant. Also wir haben euch ja immer schon so ein paar kleine Häppchen so gezeigt, ob das in den Vlogs war, ob das hier auch in den Recaps war, was so passiert. Aber so das große Ganze haben wir in einem großen YouTube-Projekt geplant und deswegen wird es dann alles nochmal zusammengefasst, dass es eben dann auch miteinander schlüssig Sinn ergibt und dass man da immer drauf zurückgreifen kann, gesammelt, wenn man irgendwie eine Frage hat oder sich Inspiration holen möchte, dann kann man darauf zurückgreifen und das wird euch im neuen Jahr erwarten. Und noch ein ganz schneller Blick hier in den Stall. Ist auch mein erster Blick. Also ist jetzt alles soweit begradigt, so wie das aussieht. Zumindest ja erstmal so grob. Da müssen dann tiefere Fundamente rein für die Boxen. Deswegen ist das einmal ausgestellt. Aber ich glaube, also kann ja auch sein, es liegt schon, aber glaube ich eher nicht. Weiß ich nicht, was jetzt mit den Abflussrohren ist. Aber hey, ich kann da jetzt gleich durchgehen. Brauche ich ja nicht außen rum gehen. Es geht voran. Also, so sieht es hier gerade aus. Hier seht ihr aber schon, ist schon reingelegt so weit. Auf jeden Fall scheint es voranzugehen und tatsächlich ist auch vorne die Straße schon wieder zu. Aber, alter Schwede, drei Kreuze reichen gar nicht aus, die ich mache, wenn das hier durch ist. Ah ja, hier ist schon wieder richtig gut zugemacht worden, dass man erstmal wieder drüber fahren kann. Das war ja wichtig, es kommt ja heute auch irgendwann Heu. Ja, und hier vorne sind genauso überall die Schächte zwischen den Gebäuden schon vorbereitet. Stopp, ich stelle mich mal kurz hier hin. Dann könnt ihr sehen, hier einmal alles nach vorne hin. Und hier auch schon entlang. Neues aus der Rubrik Geräuschkulisse aus der Hölle. Ich kann ja mal ganz kurz das Fenster aufmachen. Moment. Das glaube ich ja nicht. Naja, das glaube ich erst, wenn sie wirklich fertig sind, aber er hat es gerade eben gesagt. Ich mach's lieber wieder zu. Die machen nur ihren Job, ich weiß, aber wenn man kreativ arbeiten muss oder sich konzentrieren muss, ist es gerade einfach nur der Hass. Schöner wird es halt, glaube ich, nicht mehr. Nee. Leckern vielleicht auch mit gestrichen, wie man sieht. Ja? Ist die Malerassistentin? Ja. Oh. Ist das der Moment, auf den alle warten? Ende der Baustelle. Ja, der Reitplatz, lustig, ne? Muss ich mal kurz das Fenster verkeilen. Ja, so sieht er aus gerade. Bisschen. Bisschen zerruppt, würde ich sagen. Und da haben die noch geschachtelt. Aber Hauptsache der Sandkasten steht noch, das ist wichtig. Stand bisher. Gut durchgekommen. Ja, sehr gut. Gut durchgekommen, entspannte Autofahrt gehabt.
schlechtes Wetter, deswegen ein paar Minütchen zu spät. Aber ansonsten freue ich mich jetzt drauf. Wir haben uns einen guten Plan gemacht. Wir haben sehr gut die Zeit genutzt. Ja, effektiv wie wir waren, mit einem schönen kleinen Plan. Sehr gut, wir sind so richtige kleine Streber. Gut vorbereitet kommen wir da an. Und es gibt Kaffee und Brötchen, habe ich gehört. Ist sehr gut, dass ich keinen Kaffee gekriegt habe vorhin. Schicksal. Wie es immer so ist. Also ich bin ehrlich, ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Aber wahrscheinlich, weil es halt auch noch so... Man kann sich das doch schon richtig vorstellen. Hier kommt ich habe es hier... Wir haben das hier angeguckt. Das allererste Mal. Und da war das ja hier noch ganz alter T-Shirt. Und ich stand hier und habe gesagt, ja guck mal, hey, das könnte man so und so und so. Das ist an Tag 1 hier entstanden in meinem Kopf. Und das war der Auslöser. Ich gesagt, hey, kannst du voll viel draus machen? Das war voll mein Stall und das ist alles neu. Und weil wir jetzt auch schon öfter Kommentare gesehen haben, dass ihr vor allem bei den ganzen braunen Pferden gerade so ein bisschen den Überblick verliert, kann ich euch schon mal trösten. Vlogmas steht hier vor der Tür. Ich habe es schon angekündigt. Es geht natürlich pünktlich am 1. Dezember mit dem ersten Türchen für euch los. Und dann erwarten euch 24 Videos verschiedenster Arten, Themen, ganz vielseitig, viel Alltag. Und da wird auch ganz bestimmt eine kleine Vorstellungsrunde von allen Pferden drin sein, die jetzt dann gerade bei uns auf dem Hof sind. Top! Mit den besten Buchenhof-Live-Momenten, Lachern und Outtakes verabschieden wir uns jetzt an der Stelle schon mal. Und der nächste Recap ist tatsächlich der letzte des Jahres. Das ist Wahnsinn, was dieses Jahr alles passiert ist. Ich glaube, da dann nochmal zurückzublicken auf alles, wird für euch, aber genauso auch für uns hier sehr, sehr spannend werden. Der November ist ja noch nicht ganz rum, trotzdem ist es ja aber der letzte Donnerstag des Monats. Also es erwarten euch ja noch zwei Videos, ganz regulär der Vlog am Samstag und dann auch am Dienstag noch ein Video, bevor Vlogmas dann am Donnerstag, am 1. Dezember startet. Und auch für uns halten die nächsten Tage noch ein paar spannende Projekte bereit. Unter anderem werden wir einen Dreh mit dem ZDF haben hier vor Ort. Ich kann euch dazu leider, auch wenn das immer ganz doof ist, noch nicht mehr verraten. Darum hat das Team erstmal gebeten. Ich kann euch aber sagen, dass das voraussichtlich im Februar 2023 ausgestrahlt wird. Wenn ich da mehr sagen darf und mehr weiß, dann werde ich euch das natürlich mit auf den Weg geben und wissen lassen, keine Frage. Aber Anne konnte letzte Woche ihr neues Handy abholen. Die hat ja einen kleinen Kameraschaden gehabt. Das hat uns auch ein bisschen eingeschränkt die letzten zwei Wochen. Aber die ist jetzt sehr hyped, sehr on fire, alles wieder schön mitzuproduzieren im Hintergrund. Also werdet ihr davon auf jeden Fall was sehen. Aber worum es ganz genau im Detail geht, darüber können wir, wie gesagt, leider noch nicht sprechen. Und wir werden Ende November auch noch nach Warndorf fahren und sind da zu einer Konferenz eingeladen, zu einem Workshop. Ich weiß gar nicht, wie genau die Bezeichnung ist. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr drauf. Es wird sehr spannend werden. Und ja. Ich verabschiede mich jetzt ganz schnell von euch. Ich muss nämlich jetzt direkt weiterreiten. Wir sind nämlich schon in den Vorbereitungen zu Vlogmas. Und deswegen habe ich einen straffen Zeitplan heute, weil uns morgen hier auch noch eine schöne Sache erwartet. Dazu werdet ihr aber am Samstag im Vlog mehr sehen, worum es da geht. Ja, ich will noch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Aber ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Buchenhof live, beim besten des Recaps. Und dann sehen wir uns am Samstag wieder. Wow, was war das für ein Ende? So, jawohl. So. So. Schon wieder Recap. Guck mal. Ich laufe übrigens. Du läufst? Stimmt doch gar nicht. Du stehst. Hi. Wer darf... Was hab ich denn gerade gemacht? Hast du gerade gelöscht? Aber mit zurück müsstest du doch nicht wiederkommen. Hast du, warte, geh mal da. Such mal da dein Projekt. Rein, oder? Ja.
Du machst mir dann die Anmoderation, ich gehe rückwärts und du machst mir die dann einfach, ja? Ich lasse das übrigens gerade schon laufen, also du kannst machen, was du möchtest. Ja. Scheiße. Tontest, 1, 2, 3, wie immer, Tontest. Mit einem Handy. Richtig. Testaufnahme. Wenn das eine scheiß Baustelle wäre, ich mach mal das Lomo für Antonia, da freut sie sich. Oh. Was? Diese Pose. Ich gebe alles für deine Instagram-Story, Antonia. Das Logo sieht immer gut aus. Das ist super. Ah, nicht so schnell. So schnell kann ich nicht gucken. Herbst. Ja. Alter. Oh. Oh. Leute, was war denn das jetzt aber hier für ein Special-Effekt? Ich weiß nicht, aber es ist mir auch schon passiert. Aber ich weiß nicht wie. Oh. Junge. Ich habe jetzt gerade richtig geschwitzt. Aber das ist doch eine Galoppstange da hinten. Testaufnahme, wie immer, 1, 2, 3, Test. Und nochmal Test, 1, 2, 3, Test. Okay, ich laufe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Diesen Einblick. Wow, also das mit den Übergängen üben wir nochmal, ja? Was ist denn das? Sollen wir erstmal kurz Testaufnahme machen, wie gewinnt? Testaufnahme, 1, 2, und wieder eine Testaufnahme. 1, 2, Test, Test. Happy Birthday, liebe Lea. Happy Birthday, Julia. Hallo. Haben Sie ein Nest? Aber die hat auch diesen Blick einfach drauf, ne? Diesen völligen Unschuldsblick. Das ist eigentlich spannend, ja? Lieber mit zwei Händen fahren, ja? Willst du dir das wirklich durchziehen mit deiner Mütze? Ja, aber meine Haare, das hat schon seine Gründe. Du hast eine Helmfrisur, willst du sagen? Ja, auch das. Du hast eine Helmfrisur, alles klar. Komm mal hier, Cleopatra, schnell, komm! Komm mal mit, meine Schöne, komm! Na, komm mal hier! Komm mal hier! Hallo, du Kleine! Nee, das können wir rausschneiden. Das können wir einfach einblenden, wenn wir bei Krovi sind. Ist nicht wohl zu viel. 5 Minuten, um die zu ziehen. Ich hab zu viel Angst. Ich sage dir, das ist zeitsparend, einfach mit offenen Schuhen zu gehen. Ja. Schulters, hast du das hin? Klar, mit dem Steiltrick? Ja. Na, der Schäfer geht ja nicht. Guck mal, das ist der kleine Haupt mit der Hand. So, das ist der hin, oder? So. Anhin, ja, und aus. 1, 2, 3, auf. Und Distanzen richtig zu treffen. Stopp, bevor ihr antwortet. Gerne Hinweis auf meine Motivation für euch. Oh, das war zu lang. Also an der Funktechnik müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Und das fällt so ins Bild. Sie ist halt auch so ein richtiger Hardcore-Kuschel. Conny! Conny, ruf mal die Katze bitte nochmal. Entweder Ellen oder Montana. So? Ja.
Suppe. Ja, das ist irgendwas zu trinken. Jetzt haben wir immer noch keinen Namen für unseren Freund. Manfred. Warte mal, ich bin das Einhorn. Ich wollte sagen, Ulala hat keine Lust. Okay, tschüss. Sie hat Stromschweif. Ja, schade.